In der letzten Episode. Something's making me feel tired. Du weißt du was, Junge. Da. Erreicht. Also, ein bisschen haben wir noch, okay. Dann den restlichen Kaffee, der hier gar nicht mehr angezeigt wird, okay. Yes, guck mal. Das edle Tröpfchen. Wow! Boah, echt so viele. Das ist ja der Hammer. Na gut, ich sag mal so, das kommt ja. Man hat das Gefühl, man läuft rückwärts. Ja, wir entfernen uns von den Hütten. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. Ja, damit geht's ja weiter. 54 ist die Folge, die Nummer der Folge. Ah, guck mal, da kriegen wir ein paar Revolverpatronen gleich. Und die Wasserflasche. Die ist sogar fast voll. Naja, Pickup, aber nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben auch gar keinen Platz, weil ich ja natürlich idiotischerweise noch ein Nähzeug einen Container mit Tirinto genommen habe. Ja, das macht natürlich relativ wenig Sinn. Okay, wir gehen nachher natürlich nochmal genauer mit der Laterne durch. Okay. Something's gotta go. I'm just out of this stuff. Na, das geht dann doch, okay. Ja. Du machst da halt schon Prioritäten. Okay, Paper Debris machen wir jetzt nicht. Just what I need. Den ollen Schokoriegel. Naja, den werden wir nicht. Junge, den werden wir nicht essen. Noch ein Fischer-Pullover. Schön, dass wir hier gar nichts anhaben. Das ist ja der Hammer. Wir angeln echt mit nur uns rum. 26, 11 Grad. Was kann man da hier? Ach, wir haben doch den Kram. Genau. Oh, nee. Müssen wir jetzt nicht permanent mit uns rumnehmen. I think I can use this. Das ist nur ein Becher. Okay. End Table Drawer. Antibiotika. 6 Stück. Nichts in der Schublade. Noch ein Müsli-Riegel. I need more of that. Am Bett, natürlich. Wenn der Hunger nachts kommt. Hertha, kannst du tragen, wenn du magst. I'm just out of this stuff. Tja, da haben wir auf jeden Fall genug Futter. Das ist gar nicht so schlecht. Da liegt noch Metallregal. Okay, aber jetzt nicht, komischerweise. Warte mal, du nimmst jetzt, ich will jetzt gerade mal gucken. Wir haben jetzt, okay, 2 Laternen. 0,75, 0,62. Also die schlechtere hat auch weniger drin. Okay, wenn ich jetzt die nehme, dann nimmt tatsächlich jetzt die schlechtere. Das ist diese, wie heißt die Mod? Worst Gear Fix. Genau. Normalerweise würde er die beste nehmen, aber dank dieser Mod nimmt er jetzt das schlechteste, wenn du das halt da auswählst. Ja, apropos, ich habe noch 2 Mods installiert, die kommen dann auch im Interloper. Das ist einmal die chromatische Aberration entfernen, also da, dass da in den Ecken nichts mehr bunt verzerrt wird, sozusagen. Okay. Hertha, wie komme ich jetzt wieder durch? So, okay, alles klar. Nein, ich will eigentlich nichts. Hertha will be waiting, genau, alles klar. Ja, okay, halt. Deactivated Command Mode, ja, ist ja auch richtig so. Und gehen wir da rauf, ist was drin? Okay, Felgengrill. Polaroid haben wir, glaube ich, von der Karte noch gar nicht gefunden. Und, also scheint noch ein Holz, okay. Na, dann muss das mit. Ja, dann sind wir eigentlich meines Wissens nach, zumindest was man sammeln kann, durch. Die Laterne übrigens so rum aufzuhängen, das ist zwar cool für die Stimmung. Du kannst das Brett sogar auseinandernehmen. Allerdings ein guter Staubfänger. So. Tja, dann, warte, wir warten uns noch ganz kurz vor. Warm. So. Und natürlich folgt uns die Hertha jetzt. Gell? Machst du oder machst du nicht? Machst du, gut. Ja, ist immer noch dieser einzige Wind, aber was willst du machen? Gut, das Ding ist leer, alles klar. Ja, dann müssen wir plus minus so wieder zurück, wie wir gekommen sind. Wobei. Wir können mal gucken, was da drüben ist. Wenn man da auf den Baumstamm geht. Ja, die zweite Mod, die ich installiert hatte, die hatte ich nur vergessen. Shorter Reading Intervals, also kürzere Leseintervalle. Weil man. Wieso haben wir jetzt echt die ganze Zeit. Dann nehmen wir den halt so. Okay, nur dass das da auf der rechten Seite verschwindet. Weil man ja nicht. Also, das ist halt diese. Dass du immer nur stundenweise lernen kannst. Das ist ja auch ein bisschen idiotisch.
Es gibt ja auch kürzere, also das kann man dann kürzer einstellen. Ich habe es jetzt auf Standard halbe Stunde natürlich gelassen, weil momentan ist es sowieso irrelevant. Aber nur falls das Thema Lernen mal auf den Plan kommt. War ja eigentlich irgendwie durch oder ist das alles hier? Ja, okay. Ich sehe schon. Achso, das geht nur mit dem Beil, okay. Also nicht hier mit der Hand raum. Naja, wunderschön. Gut, dann nochmal. 2% zerrt das an dem Beil. Das ist krass. Uff. Aber wenn man jetzt hier so viel Holz bekommt, dann muss das ja auch seinen Zweck haben, meiner Meinung nach. Oder? Kommen wir da irgendwie rauf oder wie ist das hier? Ist ja jetzt nicht so, dass ich hier einen Durchgang will. So, ich hoffe die. Ja, Hirsch. Ich hoffe ja die Wölfe. Was ist denn das hier wieder? Junge. Ja, okay. Die Wölfe sind immer noch an derselben Stelle. Selbe Stelle, selbe Welle. Ja. Ein Scheißloch steht hier, okay. Noch mehr durchzuhacken, echt. Aber kommt man dann einfach nur auf die andere Seite oder ist da ein spezielles Versteck dahinter? Wenn man das jetzt wüsste. Irgendwie das Gefühl, das wäre eventuell nur ein Durchgang. Die andere Seite, oder? Früher konnte man übrigens auf diese Büsche steigen, aber das haben sie irgendwie entfernt. Ja, okay. Wenn das so ein Durchgang ist, dann da muss ich nämlich jetzt nicht noch mehr durchschlagen. Das sind schon schwer genug. 44 Kilogramm von 35. Ja, das ist schon wieder üppig. Da gehen wir lieber erstmal wieder zurück. So. Ein Schössling kann da also sein. Na gut. Besser als nichts. Irgendwann müssen wir ja eh mal mit Pfeil und Bogen anfangen. Haben wir hier noch gar nicht und ja, im Interloper auch noch nicht. Ja, wunderschön. Wo ist das hier? Hey, Hertha. Jetzt haben wir mal Rückenwind. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt fliegt, aber es ist besser als zu kriechen. Wo es dem Jungen hier zu kalt wird. Für mich ist heute der Freitag, der 17. Morgen, übermorgen. In Teilen von Deutschland ja heute schon. Ist es ja schon recht heiß, soll aber noch heißer werden. Also Samstag und Sonntag geht es hier richtig ab. Und das Krasse ist, also zumindest die Berechnungen, die jetzt vor ein paar Stunden rausgekommen sind vom Kachelmann, wenn das so eintritt, dann immer nach. Von Berlin nach Schwerin fahren würde. Ich weiß nicht, wie viel das sind, wie viele Kilometer. 100, 120, 150. Luftlinie. Ich habe keine Ahnung. Also ich schätze mal 120. Also meine Pi mal Daumen-Schätzung. Dann gibt es ein Temperaturgefälle von 15 Grad plus minus. Also von etwa, ist jetzt nicht klar, wie heiß es wird, aber sagen wir mal 36 Grad, wie es jetzt vorhergesagt war. Zu 19 Grad in Schwerin. Also 17 Grad, um genau zu sein. Das ist wirklich krass. Wenn man sich diese Grafik anschaut, die sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die veröffentlichen darf, mit Sicherheit nicht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber es gibt halt diese ich kann das mal gerade aufsuchen, wie das heißt, das heißt einfach kachelmannwetter.com nennt sich diese die Seite. Und das sind dann diese Modell Mitteleuropa Super HD mit Modellkarten Super HD, nennt die sich halt immer da. Vorhersage. Wetterkarten, Modellkarten und dann Mitteleuropa Super HD. Da kann man dann auch bis zum Bundesland und so
Oder auch auf die Stadt. Theoretisch könnte ich auch auf Berlin, aber ich meine halt immer Brandenburg, weil da hat man ein bisschen drumherum noch, ich nenne es mal Fleisch. Wo man halt da auch Dinge herankommen sieht. Also da gibt es ja natürlich auch Karten für Regen und so weiter. Also das ist eine der besten, bin ich die beste Wetterseite überhaupt meines. Das ist nicht der Bär. Also meiner Meinung nach. Ich finde die halt richtig gut. Das können Wolf sein, das könnte aber auch der Bär sein. Naja, und da ist halt, der Farbverlauf ist schon krass. Das ist wirklich mehr als ein Grad pro 10 Kilometer. Das ist schon üppig. Für ein und dieselbe Wetterlage. Bin mal gespannt, was das für Gewitter bedeutet. Also ich denke, wenn Gewitter kommen, werden die richtig schwer. Okay. Ist jetzt nichts zu sehen. Dann hoffen wir mal, dass er auch nicht da ist. So. Er scheint nicht hier durchzulaufen gerade. Ich weiß gar nicht, der müsste eigentlich... Ah, die Wölfe, das wird echt ein Traum. Aber gut, das ist ja auch dann fürs Futter gar nicht so schlecht. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich mit 18 Grad eigentlich schon relativ gut zurechtkomme, und wenn die Temperatur so 24, 25 Grad wird, dann sagt mein Körper, okay, genug ist genug, kann gern wieder kälter werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich da, je nachdem wie viel Grad es werden, 35, 36 Grad anfühlen. Sicherlich nicht gut. Aber so ist es halt. Manchmal ist es auch heiß. Ja, doch viel krasser ist ja in Spanien. Und hier Atlantikküste und Frankreich, habe ich gelesen, soll es, was waren das? 44, 45 Grad kann es erreichen. Was übrigens Rekord wäre. So, haben wir hier irgendwas? Die Richtung. Eigentlich ja nicht, oder? Nö, eigentlich ja nicht. Das muss dann da runter. Dann gehen wir erstmal rein zum Ausladen. Hi, Hertha. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Kannst du die Load da reinstellen? Gut, dann haben wir hier noch so eine kleine Kiste. Die passt da relativ bequem rein. Naja, so ungefähr. Okay, dann ja, das Holz. Das Holz wäre natürlich sinnlos, hier drinnen großartig aufzuheben. Die Tanne, was haben wir eigentlich alles hier so drin? Nix, na gut, das Brennmaterial hole ich mal raus. Kleidung. Werkzeug. Wir könnten eigentlich mal eine Umfüllaktion mit der Laterne machen. Dann behalte ich die erstmal noch. Ja, davon ist nichts. Material. Wir haben zwei Schösslinge schon dabei. Ist ja der Hammer, die wir trocknen müssen. Medizin hatten wir gefunden. Genau, dann nehmen wir... Lassen wir mal die bessere hier. Den Rest nehmen wir so mit. Und Brennmaterial. Beziehungsweise nicht unbedingt, sondern nur die Tanne. Das meiste ist tatsächlich... Ach so, wir haben noch das ganze Futter dabei. Gut, hier können wir es ja essen. Also wir brauchen ja das mit dem Kochen nicht mehr. Stimmt. Dann lassen wir das gerade hier oben auf dem Kamin stehen. Ganz dekorativ. Gut, 3,53 Kilo ist jetzt nicht zu krass. Eine schwarze Flasche. Haben wir eine schwarze Flasche gefunden. Okay, dann gehen wir wieder raus. Hallo. Ja, gell. Kommen Sie jetzt echt hierher? Wieso? Hertha, hilf mir mal.
Gut, dann gehen wir halt erstmal rein. Wo ist das Problem? Dann nimm die Kiste. Ja, komm, das machen wir mit der Hand. Da hat der Wind aufgehört. Gott, dann wieder raus. Oh. So. Also, das ist ein Zugrein, wollte ich gerade sagen. Was ist das denn? Okay, komm. Das Ding entleeren. Dann bleibt das nämlich hier drin, ne? Oder man zerlegt. ja, komm, füll's mal auf. Wie ist denn das eigentlich? Wählst du die jetzt auch? Du wählst jetzt tatsächlich auch die Leere aus, ja, lustig. Ja, komm, stell's ab. Wo ist jetzt der Bär hin? Das ist eine sehr interessante Frage. Aber wir legen erstmal das Holz ab. Dazu müssen wir auch gleich noch trinken. Oh, hier ist schon was drin. Das ist natürlich nicht schlecht. So, da kann das Buch auch hier bleiben. 30 Kilo, das ist natürlich immer noch recht üppig. Vor allem, weil wir relativ viel Wasser haben. Und natürlich den Kanister. Der bleibt natürlich auch hier. So. Was ist die leere Flasche? Die da... Okay, war 29,3 Kilo. So, wo ist denn jetzt der Bär? Da gehen wir mal antizyklisch sozusagen, damit man ihn schneller sieht, wenn er entgegenkommt. Mal gucken. Noch ist er nicht zu sehen. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal kein Bär. Nicht liegt er jetzt in seiner Höhle. Und ja, bitteschön. es wäre nichts Neues, wenn der Bär das gar nicht mehr zählt. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Okay, ich würde sagen, wir ignorieren den Bären. Der Tag hat noch gut was dabei. Dann versuchen wir mal, davon was loszuwerden. Wo steht man eigentlich waffenskillmäßig? Gewehr ist noch ein bisschen Luft. Revolver sind wir schon auf Level 5. Waffenschmied erst auf Level 2. Okay. Ja gut, wir haben so viele Revolverhülsen dabei. 125 sind es, glaube ich. Wenn da ein bisschen kaputt gehen, wenn man da jetzt Munition bastelt, das ist gar kein Problem. Das sind 54 Blei. Das Ablegen aus dem Inventar. Place from Inventory heißt die Mod. Die das ermöglicht. Diese Stapelbaumod, die habe ich ja erst im Interloper verstanden. Wie die funktioniert. Dann kannst du nämlich die Stöcke zusammenschrauben oder was auch immer. Also kannst nicht alles, da gibt es ja nur vordefinierte Sachen.
Aber das ist schon ziemlich cool. Du kannst zum Beispiel 10 Stöcke zusammen oder auch 50 Stöcke zusammen, das geht natürlich auch. Und das mit einmal zum Beispiel in den Ofen schmeißen und mit herumtragen und so weiter. Dies ist nicht schlecht. Ja, da drüben ist der, genau, da steht noch ein Truck links. Den müsste man natürlich auch noch angucken. Ja, ja, 7 Uhr. 7 Stunden Schlaf. Junge, da geht noch was. Na, die Wölfe sind jetzt echt da vorne, zumindest einer. Wieder zu Krähen, ja. Drüben ist ein Wolf. Können die da so große Herden bilden? Dass sie ja nicht sozusagen aufeinander hocken, plus minus. Werden wir ja sehen. Jetzt erstmal zu dem Truck. Ich weiß noch nicht, wann der Bär hier ist. Und wo er dann vielleicht langläuft. Da hinten ist er schon zu sehen. Ja. Ein schöner sonniger Tag. Da oben ist der Emil 1. Wahrscheinlich mal vorgehabt, hier mehrere zu bauen. Ja, naja, dann nehmen wir den mal mit. Okay, da ist nichts zu sehen. Could end up being useful. Noch mehr Streichhölzer. Genau. Freelog in Cars ist auf jeden Fall besser als ohne. So, da ist nichts drin, alles klar. Das sieht ein bisschen nach Nebel aus, aber das ist sehr erfreulich, so einen schönen Tag zu haben. Bin ich mal gespannt, wie es das hier vorne verhält. Aber die haben sich anscheinend ein bisschen verzogen, habe ich das Gefühl. Naja, werden wir dann sehen. So. Ja, da hinten wollen wir im Prinzip hin. Es gab irgendwie, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, es gab irgendwann mal die Aussage, dass den Weg gäbe es nicht mehr. Wobei ich nicht wüsste, warum sie das umbauen sollten, weil, um ehrlich zu sein, da steht noch ein Schössling. Was haben sie davon, den Weg wegzunehmen? Also, gibt sich halt, es ist ja jetzt nicht so, dass diese Karte hier großartig im Story-Modus vorkommt. Na gut, der Junge verliert halt Auge. Der Junge verliert Auge. So, Hertha, da muss ich wieder hochtragen. Komm, Junge. Ah ja, das macht er wieder von alleine. Sehr schön. Ja. Uff. Dön. Und da müssen wir uns durchhacken. Oder? Nee, muss man nicht. Der geheime Bergpfad, der ist noch da, okay. Also zumindest der Name ist noch da. Ja, wie schon gesagt, das hätte mich jetzt noch ein bisschen gewundert, wenn sie ihn weggenommen haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich dachte, war das von Twitter oder so, dass mal jemand geantwortet hat? Keine Ahnung. So. Ja, der ist relativ lang, also da sind wir noch ein bisschen unterwegs. Das ist halt auch der alternative Pfad, wenn man halt hier die Region relativ schnell verlassen möchte. Und da nicht unbedingt unten durch die ganze Karte gehen möchte. Aber man kommt da tatsächlich relativ nah am Ausgang Richtung Trostlos Marschland raus. Ja doch, da vorne geht's weiter. Ja, Hertha. Stiefelst einfach hinterher.
Nee, das ist nur ein Ninja. Gott. Dann mal hoch. Ja, ich war letztens noch mal auf dem Profil von dem Spiel The Long Dark im Steam. Und du kriegst ja dann diese... Ja. Die Bewertung sozusagen als Grafik und also speziell, wenn es jetzt halt auch mal Ausreißer gab und ansonsten natürlich die klassische Bewertung. Und es gab da ein Event, das ist jetzt das ist schon, glaube ich, 2 Jahre her. Und zwar hat Nvidia dieses GeForce Now. Also so ein Grafikkarten-Streaming-Dienst sozusagen. Da hatte sich der Raphael van Lierop merkwürdigerweise voll dagegen gestellt. So, was haben wir denn hier schön? Den haben wir auch hier zum Fackel. Schon was gegessen ist, okay, aber der Energieregel ist noch da. 12% und noch eine Laterne. Oh, das war voll krass. Ah, hier könnt ihr mal pennen. Gibt's hier auch Federn oder sowas? Ah ja, da vorne. Too much stuff to carry. Ja, ich nehme die Federn trotzdem. So, was hat er? Ach so, ja, natürlich. Ja, das Lustige ist, hinter diesen Bäumen da drüben, da ist der Ausgang Richtung trostloses Marschland. Ist echt lustig. Also du kannst halt hier dann runter, ja, unten ist auch ein Schössling. Ist halt ein bisschen gefährlich, aber es geht schon. Und ja, da bist du relativ schnell im trostlosen Marschland, wenn man lieber diesen Weg gehen möchte. Ja, ich habe das auch nicht wirklich nachvollzogen, diese Entscheidung. Also ich meine, also aus Spielersicht, und es geht ja nun mal darum, dass das Produkt wird ja an Spieler verkauft und nicht an Anwälte und was weiß ich. Sind vielleicht auch ein paar Anwälte dabei, ja, aber das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Das heißt, aus Spielersicht fühlt sich das einfach so wie so eine Verarsche an, dass du halt welche Grafikkarte sozusagen du verwenden darfst, also eine, die bei dir lokal im Rechner ist oder eine Cloud-basierte Grafikkarte. Ja, hat sie dann irgendwann auch wieder freigeschaltet, aber das war ein echt dämlicher Move, das muss man leider sagen. Das war wieder so uralt, denke irgendwie, habe ich das Gefühl. Captain of Industry, aha. Keine Ahnung, was das ist. Krieg ich mal die Spieleinblendung am Freitagabend. Da bin ich froh, dass ich so wenig Freunde habe. So. Dann hoffe ich, dass wir genauso elegant zurückkommen, wie wir hergekommen sind. Ich will gerade nochmal hier oben schauen, ob hier was liegt. Sieht aber nicht so aus. Ja, da müssen wir auch noch hin, alter Schwede. Und da rechts ist auch noch eine Höhle irgendwo da hinten und da kann auch ein Elch rumstiefeln. Falls da eine Location ist, keine Ahnung. So, Hertha, kommst du mit? Bleib. Relativ easy. Ja, und da gibt es halt dann so einen Spike von negativen Bewertungen, weil da waren sich natürlich zu Recht auch viele aufgeregt. Und das wird halt dann in diesen, bei den Bewertungen halt dann sozusagen erwähnt, dass da halt, dass es da einen Ausreißer gab zum üblichen Bewerten sozusagen. Das Spiel hat ja, glaube ich, sehr gute Bewertung, relativ gut über 90% Zustimmung. Was mich auch nicht wundert. Da fällt das natürlich umso mehr auf. Ja, dann gab es da nochmal einen anderen Ausreißer, wenig später, als er sich da hier für die Black Lives Matter Bewegung mal ausgesprochen hat, da haben sich dann gleich wieder die ganzen Rassisten geoutet. So, wir kommen jetzt wieder raus. Wir kommen quasi genauso wieder raus.
sehr erfreulich. Ja, sieht immer noch sehr ruhig aus. Ja, da hast du es auch durchgeschafft, ja, easy. Easy natürlich, ist ja klar. Wenn wir das schaffen, schafft sie das auch. Ja, hier stehen noch ein paar Rohrkolben, aber na gut. Und Stängel. Natürlich. Okay, hier ist er jetzt noch nicht zu sehen, das, was immer das auch heißt. Die Wilma hat momentan relativ viel Pech mit Bären anscheinend. Sie postet da immer mal Videos wieder, wo sie vom Bär überfallen wurde. War sie gerade an dem Hirsch vor Jeremias Hütte da in dieser Scheune zugange, hat ihn da fertiggestellt und wollte dann rüberrennen zu seiner Hütte. Da hat er ihr aufgelauert, der Penner. Ja. Hat sie dann kurz vor der Tür zu Jeremias Hütte auch noch erwischt. Wunderschön. Ist echt ein Traum. Die Mistviecher. Ja, das geht schon straff gegen 6 Uhr jetzt inzwischen. Das wird natürlich gegen den Bären relativ wenig helfen. Er ist nicht zu hören, okay. Da hinten ist wieder ein Wolf unterwegs. 2 Wölfe, okay. Das Rudel hat es jetzt darüber. 3 Wölfe. Darüber verzogen, okay. Gut, aber wir sind hier auf der Ebene mehr oder weniger fertig. Also der nächste logische Gang wäre eigentlich rüber in die Fabrik. Ich bin noch am Überlegen, ob man sich vielleicht noch mal hinstellt und noch ein bisschen Wasser kocht. Dass man die Behälter gerade voll macht. Wir haben halt keinen Topf dabei. Wir haben, glaube ich, auch keine Dose dabei. Nee. Also wir haben einen Topf dabei, aber nicht einen, den wir hier lassen könnten. Also wir könnten gerade nur so viel kochen, dass wir das in unsere Flaschen machen und dann am nächsten Tag halt mal ansetzen. Weil es ist gerade Sonnenschein. Ich meine, das bietet sich ja an. Junge hat auch schon seine 10 Stunden wieder zusammen. Schlaftechnische Natur. Das ist schon krass. Ja, keine Ahnung. Der Bär hat anscheinend seine Runde schon beendet. Und der Sturm. Das ist der Nebel. Ah ja, guck mal, wer da drüben läuft. Er hat den Schuss gut überstanden mitten in die Fresse. Und wenn du so einen dicken Schädel hast, dann wundert einen das nicht. So. Dann gib mir einfach mal alle Stöcke. This pack is getting too heavy to carry. Und dann machst du einfach mit der Lupe. Und einem Stock. Weil wenn die Lupe ist, dann, wenn hier Sonne scheint, dann kannst du auch ganz normal mit der Lupe das Feuerchen starten. So. Da muss ich mal gucken, wie viel Wasser wir überhaupt reinkriegen, bevor ich da jetzt großartig weitermache. Aber erstmal das Feuer. Und Stöcke. So, warte mal, du trinkst jetzt nochmal. Achso, ich war ja schon drin. Das heißt schon leer, dann machst du das noch leer. Also leer in Anführungsstrichen des Bahnfeinders. Gibt echt viele Spiele. Okay. 0,75, das sind 0,43. Das heißt, wir haben 1,15. 2. Okay, also wir können auf jeden Fall mal 2 Liter machen, so viel ist klar. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal 1 Stunde 20 Minimum. So. Jetzt ist er inzwischen weg. Ich wäre auch gerne hier drin. Warte mal, kann man das noch so machen? Da. Aber in die Ecke. So.
Okay, dann wir haben ja das Buch dabei. Haben wir das eigentlich schon angefangen? Noch gar nicht angefangen, okay. Dann ist mal so ein Schokoriegel. Warum eigentlich nicht? Ihr verträgst den ja. So. Warte mal, das hat 30 und 40 sind 120 Minuten, okay. Ja, genau, es sind 70 Minuten. Okay, also eine Stunde, anderthalb ist zu wenig. Man kann das auch noch feiner einstellen, aber ich lasse das mal so. Wie bitte was? Warum kann ich das nicht lernen? Ach so, weil wir zu fortgeschritten sind. Ja, okay, weil das einfacher ist. Naja, gut, okay. Wir sind natürlich noch nicht auf Level 5. Ja, außer unter den, Skills. Ja, aber das geht wohl nur bis zu Level, keine Ahnung was. Naja gut, okay, dann ist das halt auch ein Brennbuch. Dann kann man das leider nicht ändern. Ja, ja, schon. Aber ein bisschen musst du noch durchhalten. Ach komm, lass das Ding auch da. Der Rest passt. Schössling kommt oben raus. Federn kommen dann mit. Fische angeln wir jetzt nicht. Also von daher. Müssen wir erstmal fertig machen. Ja, da geht die Sonne unter. Nein, 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 nein. Bleib du mal schön da in der Ecke. It's getting dark out here. So. Time to look for shelter. Genau. So, dann trinkst du. Warte mal, du trinkst ja frühest 0,6 Schlag mich tot Liter. Machst du mal 0,75. 0,75 Liter Wasser. In 32 Minuten. Okay. Ja, das sollte eigentlich reichen. Das sollte eigentlich reichen. Naja, 70 Minuten war's. Gut, aber halt mal zwei. Ist auch nicht so schlimm. Dann schleppt man die halt mit rüber. Ja, wir werden wahrscheinlich auch zweimal gehen müssen. Fürchte ich fast. Okay. So, Hertha, jetzt darfst du wieder. Gewicht zu hoch für diesen Behälter. Hertha ist voll hier und now. Sieht zwar nicht so aus, aber tut sie. Gell? Wieder keine Aurora. Ist aber auch nicht so schlimm. Wo ist denn hier eigentlich der Laptop für diese Karte? Gibt's überhaupt eine Karte hier? Ein Laptop hier. Wegen der Aurora-Geschichte. Ach, der kann in, wahrscheinlich ist er in Emil 1, kann das sein? Weil in dem Förster-Aussichtsturm, da der Rechner, der hat ja nicht so wirklich funktioniert. Wollte ich das nicht mit dem Öl machen? Hm, wollte ich. Dann gehen wir nochmal zurück. Lass vielleicht auch den Container jetzt hier stehen. Ja, kannst du echt satte 12 Stunden fast schlafen. Das ist ja krass. Okay. Also, Container raus. Den lassen wir gerade mal so stehen. Dann machen wir das nochmal. Entleeren. Da haben wir hier nämlich auch schon eine ganze Menge Öl. So. Kann man nicht bewegen. Okay. Ja, ich glaube, 5 Liter gehen da rein. Mich alles täuscht. Na ja, Hertha, ja, da kommst gleich. 9 Minuten bis zum Siedepunkt, echt? Und ich habe wieder eine rausholt. Das ist ja nicht schlecht. Die ist sogar richtig gut, alter Schwede. Eine 5, die ist fast genauso gut wie die. Ja, okay. Dann pack sie halt hier rein. Ist mir dann auch egal. Ach, wir haben doch Aurora. Ich bin ganz elektrisiert. Ja, dass der Junge nicht auch noch leuchtet vor lauter Aurora. Das wäre natürlich schon lustig. So. Wie bitte was? Achso, das ist unter Laterne natürlich. Was? Ah doch, die steht da. Okay, es sah für eine Sekunde so aus, als würde die da schweben. Okay, Junge. Wie bitte was? Du leuchtest hier drin nicht. Wieso nicht? Jetzt leuchtest du unter dem Bett. Das ist ja auch der Hammer. Ja gut, 12 Stunden halt. Das heißt, 648 Kalorien brauchst du.
Das sind 500, das reicht natürlich nicht. 500 ist auch zu wenig. Das ist alles irgendwie krumm, okay. Haben wir irgendwas mit 600? Das sind 500, das weiß ich. Nee, das sind 450. Das sind 600. Ja, dann ist sie die. Dann haben wir sogar eine Dose. Das leuchtende Bett. Die Dose. Nehmen wir die mit. Lassen wir die hier. Wir nehmen sie wahrscheinlich mit. Okay. Trinken und schlafen ist das Programm. Nacht, Hertha. Klassisches Doppelstockbett. Ja, in der nächsten Folge. Wir versuchen rüberzukommen zur Fabrik. Erstmal nur relativ leicht. Also wir werden uns jetzt nicht vollladen mit dem ganzen Zeug. Wir werden dann halt zweimal laufen. Where can I find something to eat? Wir müssen natürlich die Wölfe halt auseinandernehmen, die dort sind. Da kommen wir leider nicht drum rum. Tja, das wird interessant. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.